Na, auch wieder hier. Sagt man, kennt ihr das? Es ist mal wieder soweit. Ihr träumt vom großen Geld, neuen Leuten und besseren Arbeitsbedingungen. Also setzt ihr euch hin, recherchiert im Netz und macht euch über Firmen, ihre Kultur und ihre Stellenangebote schlau. Also, reden wir heute mal über die Bewerbungen. Ihr steckt weiter lange Stunden in euer Anschreiben und eurem Lebenslauf, macht Bewerbungsfotos und dann schickt ihr die Bewerbung ab. Danach bekommt ihr entweder gar keine Antwort oder einen Standardtext. Sehr geehrter Ossi, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir Ihre Bewerbung ablehnen müssen. Dies hat nichts mit Ihnen und oder Ihren Fähigkeiten zu tun. Ja toll. Und mit was hat es sonst zu tun? Mir ist schon klar, dass man aus rechtlichen Gründen lieber diese Floskel benutzt, anstatt irgendetwas Negatives zu schreiben. Aber mir als Bewerber bringt das leider überhaupt nichts. Wie soll ich meine Fehler beim nächsten Mal vermeiden, wenn ich sie nicht einmal kenne? Die Bewerber bringen so viel Zeit auf, um euch zufriedenzustellen. Und als Dank bekommt man einen automatischen E-Mail-Text mit 2 Zeilen. Das ist ziemlich respektlos. Schadet meiner Meinung nach auch der Reputation der Firma. Aber was meint ihr? Seid ihr Personaler? Habt ihr damit zu tun? Wollt ihr uns erklären, was ihr euch dabei denkt? Oder habt ihr schon selber solche Erfahrungen gemacht, wenn ihr Bewerbungen geschrieben habt? Schreibt mir eure Geschichten mal gerne in die Kommentare. Und denkt dran, niemals aufgeben. Alle guten Dinge sind 163. Oder sowas in der Art. Euer Ossi. Ciao.